Morgengrauen in Alta Badia. Sie alle haben sich auf diesen Tag lange gefreut, oft jahrelang. Die Dolomiten erwachen zur 30. Auflage der Maratona des Dolomites, das größte Radereignis seiner Art in den Alpen. Mehr als 33.000 Anfragen hat es gegeben, 9.000 dürfen mitmachen, mehr geht nicht. Minuten vor dem Start. Es trifft sich unter anderem auch, was im Sport Rang und Namen hat. Hier Skiass Manni Mölk mit Ex-Formel-1-Fahrer Alex Zanardi. Ja, mal schauen, können wir nur mehr auf der Gran Risa, aber nein, heute geht es einmal aufwärts und ja, freut mich, dort zu sein. Es ist einfach ein Erlebnis mit den ganzen Leuten hier, so früh in der Früh hier und ja, es macht voll Spaß. Und, ja, wir versuchen Gas zu geben, wie allem, und schauen wir, was noch ausschaut. Vorbei am Pordojoch, über den Sella, hinüber zum Grödner Joch, da siehst du ein Panorama, das dich die Mühen ganz vergessen lässt, weil du umgeben bist von Dingen, die viel, viel größer und beeindruckender sind. Buntes Treiben, Lokalkolorit und viel Rhythmus umrahmen das Radabenteuer. So, mein 20. Start hier bei der Maratona della Dolomite. Jetzt. Ja, es ist einfach ein Fest des Sports, ein Fest der Begegnung, ein Fest der Freunde und toll, dass es sowas gibt. Ich mache auch mit, aber auf meine Weise und heize ein bisschen ein. Schau mal. È Maratona, benvenuti cari amici. Grazie a voi, grazie. Ja, heuer ist das Thema der Viaggio, nicht? Und wir sind vor 30 Jahren sind wir auf die Reise, nicht? Und heute sind wir da, weil heute ist die Maratona des Dolomites, 30 Jahre sind wir heute. Und wir sind auch 30 Jahre. Neugierige Blicke, bunte Trikots, Radsportler und Fans aus 5 Kontinenten und 65 Nationen. Hallo, ich bin die Nathalie, das ist die Wanta. Der Ralf Schmeding, der ist jetzt unterwegs. Der ist letzte Woche erst den Alp Extrem gefahren, 300 Kilometer, und sucht jetzt hier die Herausforderung diese Woche und freut sich auf die 4250 Meter in den wunderschönen Dolomiten. 3 Strecken stehen zur Auswahl. Die lange mit 138 Kilometern, die mittlere mit 106 Kilometern und die kurze, die klassische Sella-Runde mit 55 Kilometern. Vorbei an Wald und Fluren und über Joch und Pass, ein Ereignis, das auch am Streckenrande für Begeisterung sorgt. Für uns ist immer die Maratona etwas Schönes, für den Einheimischen sind viele Leute herum, viel Betrieb für alle und ganz ein Lob für die ganze Organisierung, weil das ist ganz schön. In der Früh so aufstehen mit toller Musik, tolle Leute, die ganzen Einheimischen da. Alles wunderbar, heute ist nicht so gutes Wetter, aber hoffen wir, dass die Sonne rauskommt. Ich führe ein Bike-Hotel am Gardasee und bin mit meinen Gästen da, die aus aller Welt kommen. Brasilien, Australien, England und Amerika. Ich bin hier, um Fotos zu machen, die ich dann poste. Ja, und am Ziel erwarte ich sie dann. Zu Facebook-Zeiten ist jeder per Tablet selber live dabei. Aber der Radlerauflauf in den Dolomiten wird aus dem Zielgelände auch im Fernsehen einem Millionenpublikum präsentiert. Die Übertragung wird musikalisch untermalt von den Ghanes, die hier aufgewachsen sind und heute internationale Erfolge feiern. Ich habe ein Fahrrad in München, so ein altes, aber es ist nur ganz langsam. Ich kann nur damit geradeaus fahren. So. Das wäre nichts für Maratona des Dolomites. Das ist auf jeden Fall schön, mal wieder im Tal zu sein und zu spielen und zwischen den Bergen da zu sein.
Geschickt auf seinem Hochrad unterwegs ist Visionär Mikil Costa, OK-Chef der Veranstaltung. Viele Charity-Projekte konnte er über den Radsport finanzieren und für viele weitere Ideen will er weiterhin seine Mitmenschen begeistern. Ich habe eine Vision. Ich liebe meine Berge. Ich mag dieses Weltnaturerbe der Menschheit. Und ich glaube es nicht, ich bin mir ganz sicher. Wir müssen es einfach schaffen, diese akustische, obszöne, akustische Verschmutzung von den Passstraßen wegzukriegen. Keine Motorräder mehr, keine Autos und auch nur für ein paar Stunden am Tag, dem Sommer über. Aber diese Berge brauchen Ruhe. Denn dies ist der zeitgenössische Luxus, Zeit, Raum und Ruhe. Ich glaube, die Maratona steht für Kultur und Sport, oder? Also, das Elisch in uns hat es gesagt. Wir haben das Kulturgut, das Ladinische. Ja, fit sein gehört auch zur Lebenshaltung, dazu ist auch Kultur. Also, das passt ganz gut so. Um Sieg, Lorbeeren und Tränen geht es selbstredend für viele auch. Bei den Herren wie bei den Damen oder um eine Trainingsgelegenheit wie für Sportlerin des Jahres Dorothea Wierer. Heute habe ich auf das Rad sitzen. Ja. Ich habe letztes Jahr das erste Mal Marathon gemacht und ich muss sagen, es war wirklich wunderschön. Heuer war es ein wenig kälter, aber ich habe die Mannschaftskollegin, die Nicole und die mit mir mitgehabt. Also ins ist es eigentlich schnell umgegangen von seinem her. Eine Prinzessin anderer Natur genießt ebenso das Geschehen am Fuße der bleichen Berge. Die Pässe können dabei aber noch etwas warten. Wenn man ihnen ein Tandem schenken würde, würden sie sich dann sowas zutrauen hier? Naja, ich weiß nicht, ob wir die Bergpässe mit Tandem schaffen. Wir zählen nicht unbedingt zu den Sportskanonen, aber man kann ja am Rande dabei sein und mitfiebern. Und sonst ein Stück mit dem Tandem voran. Freude und lachende Gesichter. Die 30. Auflage des Dolomiten-Radmarathons sorgt für Genugtuung. Also ich habe das Herz voller Liebe, würde ich sagen. Also ich würde am liebsten jeden umarmen und das sage ich nicht nur so. Also das ist mir so eine Freude. Also 1580 Freiwillige, die da mithelfen. Die Radfahrer sind alle begeistert. Die Sponsoren hatten auch eine Freude. Ist ja für uns auch wichtig. Wirtschaftlich muss es doch auch klappen. Die Fernsehsendung, die gut funktioniert hat. Also schauen Sie, ich bin also rundum begeistert. Auf so einen glücklichen Tag blickt man gerne zurück.